Das ist für mich das Allerschlimmste, diese Ungerechtigkeit, dass ich hier 30 Jahre wohne, ohne dass irgendjemand sich an diesem Haus stört und plötzlich geht es nicht mehr. Aus meiner Sicht würde sich der Werra-Meißner-Kreis auch nicht allzu schwer tun, wenn man hier zumindest einen weiteren Aufschub, also sprich einen lebenslangen Aufschub für Frau Metzler zubilligen würde, von der Vollstreckung keinen Gebrauch zu machen. Das ist der allerletzte Strohhalm. Und wenn die Petition, wenn das nicht klappt, dann stehe ich da und dann bin ich am Ende. Bitte schön. Bitte. Ja, einfach nehmen und aufschlagen. Ich habe das Haus von meinem damaligen Lebensgefährten, dessen Familie gekauft, über die Bank. Also die Familie hatte Schulden bei der Bank,
ich habe praktisch mit dem Kauf des Hauses die Schulden dort gelöscht. Ungefähr 6 Wochen später kam ich vom Bauamt einen Brief, also dass ich illegal gebaut habe und dass das Haus dann abgerissen werden muss. Bis dahin, den ganzen Jahren, seit 82 habe ich hier gewohnt, ist nie irgendetwas passiert. Nur, wie mein Mann, damaliger Mann das angebaut hat, dieses Häuschen hier, da kam ein Bußgeldbescheid während des Baus noch. Der wurde bezahlt und damit war die Sache gegessen. Und er konnte in Ruhe weiterbauen. Und dann haben wir nie mehr was gehört. Die Vereinbarung, ich bin ja dann vor Gericht ist das ja gegangen. Ich habe da Einspruch gegen eingelegt. Und dann wurde ein Vergleich geschlossen zwischen dem Werra-Meißner-Kreis und mir. Der Richter hatte eigentlich bis 2018 vorgeschlagen, stehen zu lassen. Und das hat das Bauamt aber abgelehnt, der Werra-Meißner-Kreis. Und dann haben wir uns geeinigt auf den 31.03.2013. Ich habe das unterschrieben, diesen Vergleich, aus der Situation heraus, dass ich damals also gesagt gekriegt habe, ich sollte mal meine Sachen ordnen und so weiter wegen einer schweren Krankheit. Und dann habe ich gedacht, na ja, gut, das reicht bis dahin. Und so ist das gekommen. Der aktuelle Stand ist so, dass das Bauamt weiterhin auf den Abriss besteht, aber ausgesetzt haben, ich sollte auch eine Vorleistung schon bringen für den Abriss des Hauses von über 15.000 Euro. Und jetzt sind sie aber still geblieben und warten die Petition ab. Bis dahin passiert gar nichts. Ja, ich habe ja alles gemacht. Mehr kann ich nicht mehr machen. Ich kann jetzt nur noch auf die Petition warten und dass es Bauamt irgendwo einlenkt oder was. Mehr kann ich nicht mehr tun. Wenn das alles schief geht, muss ich hier raus. Ich bin völlig hilflos jetzt. Ich habe alles gemacht. Wir haben alle Rechtsmittel ausgeschöpft und Angebote gemacht. Ich habe denen sogar angeboten, ich schenke ihnen das Haus, wenn ich tot bin. Und alles. Aber es hat nichts genützt und jetzt ich bin einfach am Ende, auch ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich an die finanzielle Situation denke, da darf ich gar nicht dran denken. Wie gesagt, im Moment bin ich ziemlich fertig, nicht nur im Moment, schon seit einigen Monaten, solange das läuft. Ich bin manchmal wütend, dann wieder traurig. Ich schlafe total schlecht, fast manchmal Nächte gar nicht. Ich bin einfach fertig. Sie haben es so weit gebracht, ich bin fertig. Aber ich hatte immer noch so viel Kraft, um zu sagen, nein, du gibst nicht auf. Deswegen habe ich das ja auch alles gemacht. Deswegen bin ich auch an die Öffentlichkeit gegangen. Die Leute sollen ruhig mal sehen, wie Bürgern umgegangen wird manchmal. Ich habe 30 Jahre hier gelebt. Alles eigentlich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Ganz ehrlich, ne? Aber es muss ja dann sein. Aber fragen Sie mich nicht, wie. Ich weiß es wirklich nicht. Ich warte noch. Ich habe nur so ein ganz klein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch klappt. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Bitte. Genau, und wenn Sie fertig sind, einfach Richtung Straße gehen, bitte. Vielen Dank. Und zur nächsten. Danke.
raus? Ja.